ich grüße euch ganz herzlich. Wünsche euch einen wunderschönen guten Nachmittag oder guten Abend, je nachdem, wie du siehst. 17.23 Uhr hier aus dem Auto. Wir sind gerade in Wien angekommen, sind unterwegs zu unserer Unterkunft und hier in der Raschauer. Hallo, liebe Julia. Da habe ich jetzt gerade mal so den Impuls gehabt, mal live zu gehen und dich dazu einzuladen. Stell dir mal vor, wie es wäre, wenn du deinen Seelenplan kennen würdest und dich wirklich so, ja, ich sag mal, in den Tag hinein, nicht in den Tag hinein, im Leben so treiben lassen könntest, so ganz so nach deiner Wahrnehmung das machen könntest, was dir gerade entspricht, was du machen möchtest, was deinem Herzen entspricht, was deinem Leben entspricht, was deiner Familie entspricht, wenn du einfach so immer wieder auf ein Neues entscheiden könntest. Ich bin so da drauf gekommen, das jetzt mal mit dir zu teilen, weil, ja, wenn man dann so lange im Auto unterwegs ist und dann unterhält man sich einfach über vieles, lässt so Revue passieren. Also ich habe so allein dieses Jahr mal so ein bisschen in Gedanken Revue passieren lassen, was da allein schon alles war. Und jetzt am Wochenende dieses wirklich grenzgeniale Moneyfreude-Seminar und auch Bali, was ja dann nächstes Jahr im Frühjahr nochmal ansteht, schon mehrfach jetzt ja stattgefunden hat. Und ich werde dann auch immer gefragt, wann findet das nächste Seminar statt? Gerade mein Sohn hat mich gestern nochmal gefragt, gibt es schon einen Termin für das nächste Moneyfreude-Seminar? Und ich bin da mehr so derjenige, der sich da, hallo liebe Marina, der sich da mehr so treiben lässt. Also ich denke, es wird nochmal ein Moneyfreude-Seminar geben, aber wo und wann, ob in Deutschland, Österreich, Schweiz oder irgendwo in südlichen Gefilden, weiß ich nicht. Ich gehe da ganz nach Wahrnehmung. Und genauso auch mit Bali. Da kann ich auch noch nicht sagen, ob das 2021 nochmal stattfindet, sondern ich gehe nach Wahrnehmung. Ich mag da keine absolut feste Programmplanung, weil ich da einfach so meinem Herzen folge. Und das ist das letzten Endes, was aber nur oder am besten, am einfachsten möglich ist, wenn du wirklich die Dinge machst, die dir entsprechen, die deinem Herzen entsprechen, deinem Seelenplan entsprechen. Und natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Hallo liebe Manuela. Natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Da darf ein bisschen was vorbereitet werden, da darf ein bisschen was zu getan werden, da darf man ins Handeln kommen und den Weg einfach bereiten. Aber es kann dann letzten Endes auch ganz, ganz rasch gehen. Du kannst innerhalb von 12 Monaten dir ein völlig neues, anderes Leben nach deinem Herzen aufbauen. Wenn du erstmal überhaupt weißt, was deine Aufgabe ist, warum du hier bist. Die zentrale Frage, die ich immer gerne stelle, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Und das hat dann wiederum natürlich was mit deinem Seelenplan zu tun. Und was für mich immer ein wichtiger Aspekt war, das ist mir auch nochmal so bewusst geworden, wie das auch jetzt schon zur Realität ist, dass ich meinen Kindern mal was anderes noch mitgebe, weil in meinem früheren Leben war das ja nicht so. Meine Kinder haben, oder unsere Kinder vielmehr, die haben sehr wohl noch Prägungen und Mangel von mir mitbekommen und unbewusst natürlich auch aufgenommen und auch angefangen zu leben. Und das ist etwas, was mich so, ja, total glücklich macht, wenn ich jetzt sehe, wie sie auch den Mut haben, ebenfalls ihrem Herzen zu folgen. Wir haben jetzt auf dem Weg hierher, unsere Tochter hat ja dieses Jahr Abitur gemacht, unser Sohn hat vor 2 Jahren Abitur gemacht. Unser Sohn ist kürzlich auch mit einem eigenen Business, er ist zwar auch in meinem Team drin, aber er hat auch ein eigenes Business gegründet, wo er auch schon die ersten Veranstaltungen selbst durchgeführt hat. Jetzt am Wochenende steht eine weitere Veranstaltung mit seinem eigenen Business an. Und unsere Tochter, die hatte, ich glaube vor einem Jahr oder 2 Jahre ist das schon her, ich weiß nicht, da hatte sie so die Vorstellung, wenn sie Abi hat, noch im 18. Lebensjahr, also bevor sie 19
19 ist, will sie auf jeden Fall in einer Großstadt einige Tage ganz allein verbringen. Sie möchte sich einfach mal diese Herausforderung stellen, in einer Großstadt ganz alleine anzureisen, hinzureisen, sich eine Wohnung oder ein Hotel zu holen und dann dort einige Tage ganz alleine zu verbringen. Und wir waren jetzt dieses Jahr schon viel auch gemeinsam unterwegs und sie wird in 2 Wochen, wird sie 19. Also stand jetzt irgendwie an, für sie das noch zu realisieren. Und das ist eigentlich so von jetzt auf gleich entstanden. Sie hat mich vorgestern erst angesprochen, in 2 Wochen wird sie 19, sie hat sich das vorgenommen, sie möchte das jetzt noch machen. Und gestern sind wir mit der Planung dann immer so weit gekommen, jetzt haben wir dann heute noch telefoniert, weil sie hat dann noch ein bisschen Unterstützung gebraucht, das so ein bisschen zu organisieren, und sonntagabends geht es jetzt los für sie. Und das ist so wichtig auch, dass sie und dass du im Hinblick auf das Selbstvertrauen, dass du die Dinge, die du dir mal vorgenommen hast, dass du die auch wirklich durchziehst. Das bringt dir Selbstvertrauen. Unser Selbstvertrauen, das hat so gebröckelt im Laufe der Jahre, weil wir uns so oft Dinge vorgenommen haben und die letzten Endes nicht durchgeführt haben. Und jetzt so am Beispiel von unserer Tochter, wenn die jetzt nicht wirklich so auf den letzten Drücker jetzt diesen Aufenthalt ganz alleine in der Großstadt noch geplant hätte, es hätte sie ihr Leben lang irgendwie quasi mehr oder weniger unterschwellig beschäftigt. Ich hatte mir das vorgenommen, im 18. Lebensjahr noch alleine irgendwo in der Großstadt einige Tage zu verbringen, und ich habe es nicht gemacht. Das verschafft natürlich kein gutes Gefühl. Und so kennen wir das alle, so kenne ich das aus meinem früheren Leben. Deshalb habe ich mir so angeeignet, auf mein Herz zu lauschen, meinen Impulsen zu lauschen und die Dinge, die ich mir vornehme, auch wirklich durchzuziehen. Auch wenn es manchmal unbequem ist, auch wenn es manchmal mein Kopf sagt, ist jetzt größenwahnsinnig, das geht doch gar nicht oder wie soll das gehen oder so. Das sind alles Dinge, wo unser Köpfchen, unser Denker daran anknüpft. Aber es ist so wichtig, dass wir wirklich die Dinge, die uns am Herzen liegen, den ersten Impulsen lauschen und das auch machen. Weil letzten Endes ist das auch ein Stück weit ein Leben, das selbstbestimmte Leben, das Leben nach dem eigenen Herzen sich zu gestalten. Und wenn man da natürlich mal einen Grundstein legt, überhaupt seinen Seelenplan entdeckt und da mal weiß, warum bin ich denn überhaupt hier, was ist meine Aufgabe hier, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Was ist das eine Ding hier, was mich jetzt ausmacht, wo ich Spuren hinterlassen möchte hier auf Mutter Erde, wo ich Mehrwert stiften möchte für andere Menschen, für die Welt, für die Umwelt, für meine Familie, was auch immer da so Dinge sind, die in dir da drin sind. Das bedeutet letzten Endes, ein glückliches, erfolgreiches, erfülltes Leben zu haben, um dann irgendwann, wenn dann so, ja, wie sagt man so schön, das letzte Stündlein geschlagen hat, keine Ahnung, wann das ist, aber dass man dann einfach zurückblickt, so ging es mir, dass ich denken wollte, es hat zwar einige Jahre gedauert, aber ich habe noch die Kurve gekriegt, ich habe meinen Weg nach meinem Herzen noch entdeckt, habe ihn gelebt, habe das an meine Kinder weitergegeben, dass es auch anders geht. Und habe dabei viele, viele Menschen einfach inspiriert und auch mit angesteckt. Und jetzt geht es bei dir darum, auch herauszufinden, was so dein Ding ist. Stell dir mal die Frage, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Was ist so das eine Ding, das dich ausmacht? Und vielleicht bist du ja auch so vielseitig interessiert und es gibt so viele Dinge, für die du dich interessierst. Und dann ist das so eine Herausforderung, wie das bei mir auch mal war, so alles unter einen Hut zu bringen. Aber auch das geht, da braucht und muss auch nichts auf der Strecke bleiben. Ist das dieser Seelenplan, der setzt sich zusammen aus den ganz vielfältigen Interessen, Talenten, Fähigkeiten, aus dem Potenzial, was oftmals ganz, ganz tief in uns verborgen ist und einfach in der Kinderstube verschüttet wurde. Und das gilt es nochmal zu entdecken. Und dann den Weg zu ebnen in ein wirklich freies Leben, den Seelenplan beginnen zu leben. Und
dann ist in so, so kurzer Zeit so vieles auch für dich möglich. Bei uns ist es einfach so, dass ja, ich oder wir es einfach auch lieben, unterwegs zu sein und uns dort gerade aufzuhalten, wo es uns gefällt. Das wird in der nächsten Zeit noch viel stärker der Fall sein. Das war die letzten Jahre weniger oder noch nicht so stark ausgeprägt, weil es für mich einfach nicht gepasst hat, solange unsere Tochter dann noch um die Schule ging. Aber jetzt sind wir wirklich zu viert so unterwegs, dass jeder seinem Herzen folgt. Und dann gibt es gemeinsame Aktivitäten. Dann gibt es Aktivitäten, meine Kinder sind ja erwachsen. Da geht es ja auch darum, dass sie sich selbst verwirklichen. Und das, fühl mal da hinein, wie das für dich wäre, wenn du deinen Seelenplan entdeckst und auch beginnst, so ganz nach deinem eigenen Herzen, nach deinen eigenen Vorstellungen, wenn du Kinder hast, mit den Kindern, denen auch noch was anderes mitgeben, wenn du keine Kinder hast, dann einfach dein Beitrag sein für andere Menschen, für denen dann einiges erspart bleibt, was du an Dingen in deinem Leben erlebt hast und wo du viele Herausforderungen auch schon gemeistert hast und jetzt ein Mehrwert für andere Menschen sein kannst. Also jeder von uns, auch du, hat da so ein einzigartiges Potenzial in sich, das es gilt, ans Tageslicht zu bringen. Das ist der Seelenplan, das ist das, was dich einzigartig macht. Und ich habe ja kürzlich hier mal vor einigen Tagen des Öfteren mal die Frage gestellt, wer möchte denn hier einfach nur mal so in kurzer Zeit seinen Seelenplan entdecken? Und da haben so viele einfach auch kommentiert mit ja, ich. Und deshalb bin ich jetzt gerade so dabei, gedanklich da so eine, ja, ich sag mal Speed-Variante zu entwickeln. Oder sie ist eigentlich schon so im Kopf. Ich bin auch so dabei, es zu verfeinern. Und sei da die nächsten Tage hier mal ein bisschen neugierig unterwegs in der Gruppe. Da wird es die nächsten Tage ein paar mehr Infos noch zu geben, weil es sind ja auch einige von euch hier, wo ich so, ja, wenn ich das so wahrnehme, die auch schon viele Ideen haben, wo aber noch so eine Unsicherheit da ist, wie, was, wo und kann es das wirklich sein und so. Und ja, ich glaube, da kommt das ganz Besonderes eben auch noch für dich, dass du so, ja, noch ganz rasch so deinen Seelenplan entdecken kannst, ja? Also das wollte ich mal mit dir teilen. Stell dir einfach im Vorfeld schon mal gerne nochmal die Frage, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Und welche Dinge gibt es jetzt in meinem Leben, die ich gerne anders hätte? Welche Dinge gibt es jetzt in meinem Leben, die ich gerne anders hätte? Und dann kannst du noch einen dritten Schritt hinzufügen, auch schon mal, wie sollte das anders ausschauen? Wie soll denn das, was jetzt für dich normal ist, was du aber eigentlich gerne mal möchtest, wie soll dieses Normal denn anders sein, sodass es einfach das andere Normal ist, ja? Weißt du, das andere Normal ist für uns jetzt, dass wenn wir Lust haben, irgendwo hinzufahren, dass wir uns ins Auto setzen und einfach irgendwo hinfahren oder in den Flieger setzen und einfach irgendwo hinfliegen. Dass man einfach völlig frei ist. Das ist für uns jetzt inzwischen so normal. Und finde da mal so dein neues Normal heraus und schreib dir das bitte auch auf, was es für dich wäre. Ein anderes, neues Normal zu haben, wie du gerne leben möchtest, wo du gerne leben möchtest, wie dein Leben überhaupt ausschauen sollte, für dich, für deinen Mann, für deinen Partner, für deine Familie. Und ja, dann geht es um die zentrale Frage, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Geh da mal ins Brainstorming und ja, teils auch gerne mal hier. Wenn du Fragen hast, schreib es gerne ins Kommentarfeld rein. Gehe ich da gerne auch drauf ein. Und ansonsten werde ich, glaube ich, ein ganz, ganz tolles, wie nennt man es, Trommelwirbel? Ein ganz tolles Speed-Paket hier für dich parat haben, so die nächsten Tage. Okay, so ein paar Kilometer haben wir jetzt hier noch im Stau, ne? In der Raschauer von Wien. Da werden wir am Ziel sein. Was machen wir dann?
Saarländisches Motto, Hauptsache gut gess. Erstmal was Leckeres essen gehen. Es gab noch nichts heute, außer mein Kaffee unterwegs. Okay, ganz, ganz liebe Grüße, liebe Umarmung. Bis dahin. Ciao, ciao.